Vierter Livestream mit Warsaw, mit dem polnischen Rundentaktik-Spiel. Wenn wir es heute wieder schaffen, werden wir wieder überleben. Wir spielen den Warschauer Aufstand von 1944 nach. Ihr seid bei Writing Bull. Mein Chat-Moderator heute Abend ist der Kollege aus Österreich mal wieder. Das ist Panischer. Hallo, schöne Grüße aus Österreich. Liebe Grüße an um die 150 Zuschauer, die wir auf YouTube und auf Twitch heute Abend haben. Und es ist wie immer so bei Warsaw, bei diesem polnischen Rundentaktikspiel, dass es nicht nur von meinem Geschick, von euren klugen Kommentaren als Schwarmintelligenz abhängt, sondern davon auch, wie das Glück uns gewogen ist, ob wir einen vierten Livestream erleben werden. Ich lade uns mal das Safe Game vom letzten Mal. Viele Updates der Entwickler regelmäßig, neue Gestalten, neue Figuren, die sie freischalten, neue Spielelemente. Das Spiel wird kontinuierlich auch nach Release in kurzen Zeitabständen immer wieder mit neuem kleinen Content gepusht. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Und nochmal ein dickes Hallo an euch alle. Wird sicher ein sehr spannender Abend werden. Letztes Mal hatten wir einen epischen Kampf erfolgreich bestanden, ganz am Ende. Wir haben 6 Leute hier. Ich stelle euch nur mal kurz unsere Helden vor. Das ist Krzysztof, ein Soldat der Heimatarmee. Das ist die leider mittlerweile stark verwundete Jadwiga, die Sanitäterin, eine zentrale Gestalt für uns, die wir massiv aufgepusht hatten und die über die Fähigkeit verfügt, passiv alle Leute um sich herum zu heilen. Mit dieser Fähigkeit laufende Versorgung, das ist ganz zentral für unseren Kampf. Die Eigenschaften, die unsere Helden bekommen und in welcher Stufe die bekommen, das ist bei jeder Partie anders. Das wird zufällig ausgewählt. Es hätte auch sein können, dass diese Eigenschaft uns gar nicht angeboten wird, dass sie sehr spät angeboten wird oder dass sie vielleicht ganz spät erst ins Spiel kommt. Insofern hatten wir ein bisschen Glück. An unserer Seite dann noch Kazimierz, ein Halunke vor dem Herrn. Und ihm geht's. Genau, auch er hat nur noch 17 Trefferpunkte. Den lassen wir auf jeden Fall bei unserer neuen Mission zu Hause. Wir haben zwar die Möglichkeit, ich zeige euch gleich das Inventar, die Leute mit wenig Trefferpunkten auch mitzunehmen in die nächste Mission und dann gleich zu Beginn der Mission zu heilen. Das können wir machen. Das wäre insbesondere bei unserer Sanitäterin durchaus eine Überlegung wert. Aber Kazimierz ist einer, wo ich mir denke, wir brauchen nicht zwingend zu 100% dabei. Dann haben wir noch hier an unserer Seite Marian, den Mechaniker. Der hat viele Trefferpunkte und ist auch noch ganz gut beisammen. Ich persönlich glaube, es hängt damit zusammen, dass er ständig einen Schönheitsschlaf hat und deshalb immer so viele Trefferpunkte hat. Er verfügt über panzerknackende Bewaffnung. Ein Piat-Panzerknacker, der war richtig gut im letzten Kampf. Unser Krzysztof hatte einen dabei, die waren sehr, sehr hilfreich. Dann an unserer Seite noch Franik, der Speer. Man muss es leider ganz offen sagen, der Kindersoldat. Auf unserer Seite, auch gut bewaffnet mit einem Molotow-Cocktail. Und wie immer bricht mir ein bisschen das Herz, wenn ich sehe, wie begeistert er mit seiner Holzeisenbahn spielt. Wir brauchen ihn trotzdem, wir müssen ihn mitnehmen. Und dann auf unserer Seite als 6. noch Karol, der Mann von der Untergrundarmee, auch mit einem Molotow-Cocktail bewaffnet. Bevor ich weiterspiele, mache ich mein Kamerabild mal ein bisschen kleiner. Und packe mich schon mal auf die rechte Seite. Da hatte ich mich, glaube ich, zuletzt immer und da waren wir ganz gut aufgestellt. Da gucken wir uns noch den Rest an, wie wir aussehen. Hier wollen wir uns gleich Missionen holen. Wir starten gleich damit, dass wir uns bei den Exkursionen anschauen werden, ob und wenn welche dieser beiden Bonus-Exkursionen wir vorab durchführen. Die werden nicht ausgespielt auf der Karte, sind nur dazu da, dass wir Vorräte ausgeben, um gestärkt einzelne der 6 Stadtbezirke, die wir haben, zu pushen in ihren Moralwerten und so weiter, weil wir brauchen die 6 Stadtbezirke, die müssen möglichst lange noch unter unserem Schutz stehen, weil die generieren uns auch laufend Vorräte und andere Geschichten und wir wollen natürlich nicht, dass die Deutschen reinmarschieren und dort furchtbare Verbrechen begehen. Wir haben im Augenblick hier 3 von diesen Zermürbungspunkten, bis zu 10 sind möglich in Prager, 3 ebenfalls schon in Jolibosch. 3 schon in, ich bin immer im Nachdenken, wie das heißt. Das heißt, glaube ich, Zrodmieszcze heißt das, glaube ich. Das sind ebenfalls schon 3 und hier über nur 221. Also in einer dieser 3 Bezirke die Zermürbungspunkte runterzugeben, das wäre ganz gut. Im Chat wird ich gefragt von Vidas, ob es ein Update gab. Ja, es gab regelmäßig Updates. Ich habe mir unmittelbar vor Beginn des Streams noch eins gezogen. Ich bin immer froh, dass der Stream überhaupt noch läuft, also dass wir das Safe Game noch immer laden können. Also wenn wir in einem dieser 3 Stadtbezirke eine solche Exkursion durchführen, könnten wir das schön.
angeboten werden, wird uns tatsächlich Praga. Da könnten wir 150 Vorräte investieren, um 10 weitere Moral uns zu holen. Der Moralwert ist hier bei 70 von 90. Das wäre wichtig. Probleme haben wir, massive Moralprobleme auch in Jolibosch. Wir sind es nur noch 47, auch überall hier. In Prag geht das sogar noch. Wenn ihr euch den roten Moralbalken mal anschaut, ganz extreme Problemchen haben wir in Wola beispielsweise und in Jolibosch. In Mokotow, das wird uns noch weiter angeboten, da geht es mit 55 zu 60. Also in Prag könnten wir eine Exkursion durchführen, aber wir haben gar nicht die Vorräte dafür. Wir haben 113. Was wir noch nicht gecheckt haben, sind die Waffen, die wir beim letzten Mal erbeutet haben, ob wir die eventuell verticken können. Wir wechseln mal rüber zu unserer Marke Tenderin. Hier sind wir und schauen uns das mal an. Nochmal liebe Grüße an alle, die den Samstagabend hier im Kreise unserer Community verbringen wollen. Es sind 160 Leute im Augenblick auf YouTube und auf Twitch. Ihr seid bei Writing Bull und bei Warsaw, bei dem polnischen Rundentaktikspiel über den Warschauer Aufstand von 1944. Das ist die Marke Tenderin. Hier können wir Waffen, die wir erbeutet haben, reparieren lassen. Und danach checken wir die, vergleichen die mit den Waffen, die wir schon haben. Und die Waffen, die wir dann nicht brauchen, verkaufen wir hier. Diese beiden hier, die können wir reparieren lassen. Hier ist die Reparatur. Auch das kostet Vorräte, deshalb sollte man die Vorräte nie auf Null fallen lassen. Sonst können wir die Reparaturen gar nicht mehr durchführen lassen. Diese Pistole lassen wir für 50 reparieren und danach wissen wir, um welchen Typ es sich handelt. Waffe ist repariert. Und hier für die Reparatur brauchen wir auch 55. Die reparieren wir ebenfalls. Jetzt haben wir fast nichts mehr an Vorräten und schauen uns mal die Waffen an, die jetzt neu dazugekommen sind. Und es sind diese beiden. Es ist eine Pepisch 41, eine deutsche Waffe. Und es ist diese hier, eine Luger. Würden wir sie lähmender Schuss und schießwütig, das sind die Spezialeigenschaften oder Befehle, die wir mit den Waffen durchführen können. Ihr wart bei den ersten Streams wahrscheinlich dabei. Die Skills, die Spezialangriffe unserer Figuren hängen maßgeblich zum einen zusammen. Also die, welche Waffen sie benutzen kommen, hängt zusammen mit der Klasse dieser Einheit und welche Spezialfähigkeit sie im Rahmen dieser wieder ausführen können, hängt mit der Waffe zusammen, die sie besitzen. Die Waffen sind also echt wichtig. Wir checken mal unsere Helden und bei wem wir eine dieser Waffen austauschen wollen. Er profitiert, der Krzysztof, von keiner der Waffen, die wir bekommen haben. Auch unsere Jadwiga mit ihrem Colt bewaffnet kann von den Waffen nicht profitieren. Kazimierz ebenfalls nicht. Marian, der Mechaniker, allerdings schon. Er könnte sich eine Luger nehmen und könnte sie austauschen gegen die Mauser. Wir checken erstmal die anderen. Wir haben noch Franek. Auch Franek könnte sich einen Luger holen und gegen eine Mauser austauschen. Und Karol wiederum könnte sich diese Pepisch holen. Wollen wir die als erstes mal checken, weil da müssen wir nicht wechseln zwischen zwei verschiedenen Leuten. Die hat einen Schaden von 10 bis 17. Links seht ihr es im Tooltip. Ich kann leider nicht mit der Maus rüber, um es euch anzuzeigen, weil dann würde der Tooltip verschwinden. Im Vergleich dazu die MP40, auch einen Schaden von 10 bis 17. Kritische Chance, Treffermodifikator 10%. Hier, die PP wäre präziser und die kritische Trefferwahrscheinlichkeit geringer. Ich persönlich finde die Präzision eigentlich wichtiger, würde deshalb eher neigen zu der PP. Jetzt schauen wir uns nochmal an. Wann der Stream rauskommt bei YouTube, der kommt ab morgen raus. Also den fragt Paolo, liebe Grüße an dich, der kommt. Falls es einen nächsten Stream noch gibt am nächsten Samstag, teile ich diesen Stream hier in einzelne Parts auf und verteile die dann im Laufe der Woche. In der Regel werden wahrscheinlich 6 oder 7 Aufzeichnungsvideos sein, da gibt es jeden Tag eines im Schnitt. Wir vergleichen die beiden mal miteinander. Also hier, Präzision ist höher, aber wir schauen uns mal die Befehle an, die damit gekoppelt sind. Das wäre hier zurückdrängen und durchlöchern. Hier oben Blutung und kontrolliertes Feuer. Bevor wir uns so lange den Kopf drüber zerbrechen, schauen wir uns mal die Fähigkeiten an, die wir im Augenblick haben. Nutzen wir die überhaupt? Ja, wir nutzen die Blutung und wir nutzen auch das kontrolliertes Feuer. Die kontrollierte Feuerfähigkeit. Das heißt, wir müssen uns wirklich sicher sein bei Karol, ob diese Eigenschaften wirklich besser sind als diese beiden da oben. Diese beiden, die Blutung. Blutung ist echt eine coole Sache, hilft natürlich nicht gegen Panzer beispielsweise oder gegen Artillerie, aber hilft gegen Menschen.
und ist ein Gebietsangriff innerhalb einer Reihe, also zwei Leute nebeneinander werden davon betroffen, von der durchschneidenden Salve. Wenn man trifft, und der Präzisionswert ist extrem hoch, also die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man trifft, dann setzt man mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Blutung ein, es sei denn, weil da ist der Blutungswert bei 100%, es sei denn, der Feind hätte einen extrem hohen Widerstandswert gegen Blutung. Also das ist schon mal richtig cool hier, dieser Angriff, die durchschneidende Salve. Und das kontrollierte Feuer ist sogar ein Gebietsangriff, sind die gelben Punkte, auf gleich vier Gegner, beides ist sehr gut. Bei beiden muss er weiter vorne stehen. Das sind die blauen Punkte, also von rechts geguckt sind das die ersten drei Reihen und hier sind jetzt die ersten zwei Reihen, wo er steht. Bei den Angriffen, die er hier hat, sind es auch die beiden ersten oder die ersten vier. Also im Bündel passt das alles ganz gut. Jetzt vergleichen wir das mal mit den Angriffen hier. Zurückdrängen wären auch die ersten drei Reihen, das würde passen. Und hier durchlöchern wären auch die beiden ersten, das wird auch ganz gut passen. Das ist allerdings, das ist auch ein Gebietsangriff, allerdings nur zwei. Das ist nur ein Einzelangriff. Deckung umgehen ist natürlich sehr schön. Feind ein Feld zurückdrängen, drängen, das ist immer eine Lotterie. Das ist immer eine Lotterie. Da weiß man nie genau, ob das in der Situation wirklich Sinn macht oder nicht. Deckung umgehen ist natürlich gut. Wir hatten oft festgestellt, dass Leute hinter Barrikaden stehen und dann mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht getroffen werden. Das wäre also ein wichtiger Angriff, aber man kann halt nur einen Feind damit treffen. Wir schauen uns auch mal die Ausdauerwerte an. Hier verbraucht man jeweils nur einen Ausdauerpunkt. Das ist eine gute Sache. Bei den Fähigkeiten hier verbraucht man auch jeweils nur einen Ausdauerpunkt. Dann vergleichen wir noch die Präzisionswerte. Die sind in beiden Fällen auch ganz hoch. Also insgesamt, wenn ich mir das anschaue, dann finde ich das nicht zwingend, die andere Waffe zu nehmen, weil diesen Vierer-Gebietsschaden finde ich sehr cool, die hohe Präzision finde ich sehr schön und auch wenn der Schaden nicht sehr hoch ist, finde ich das eigentlich ganz gut und diesen zusätzlichen Blutungseffekt auch in einem kleinen Gebiet, der gefällt mir sehr gut, also auf den würde ich sehr ungern verzichten. Ich könnte mir eher vorstellen, auf diesen kontrollierten Feuereffekt zu verzichten, auch wenn er ein Vierer-Gebiet hat. Aber ich finde es nicht zwingend, das auszutauschen. Also wenn ihr mir im Chat nicht total widersprecht, Franek hat diese Waffe ausgerüstet, schreibt wie das, dann checken wir das gleich mal. Das ist Franek. Er hat die Mauser. Nee. Er hat die Mauser ebenfalls bereits. Ach so, du meinst darauf hinaus, dass diese Fähigkeiten bei ihm dann schon sind, ja, das finde ich aber kein... Achso, du bist ein Freund davon, dass man Fähigkeiten mischt, dass verschiedene Leute verschiedene Fähigkeiten haben. Mutmaß ich mal, dass du das meinst. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, eigentlich, theoretisch. Ich finde ihn auch interessant, in der Praxis ist es oft so, wir kriegen ja mittlerweile mit, dass wir die Truppen oft mischen müssen. Also wir wissen gar nicht genau sicher, dass wir immer Franek auf jeden Fall und den anderen immer dabei haben, weil die Leute sind oft verletzt und dass wir so feines Micromanagement betreiben, dass wir bis ins Letzte so Pärchen bilden und immer gucken, dass man einem von einem Pärchen immer hat, also dass man zwei Leute hat, die sich genau komplementär ergänzen und wo man dann sagt, von diesem Duo haben wir immer einen dabei und der andere ruht sich aus. Ich glaube, das setzt Micromanagement voraus, dass wir hier bei einem Stream unter Live-Bedingungen nicht hinbekommen. Also das ist, glaube ich, die ganz hohe Kunst. Wenn ich jetzt für mich alleine spielen würde oder du, vielleicht würden wir es hinkriegen mit Zettelwirtschaft und so Sperenzchen, diese Duos zu bilden, aber ich glaube, das bekommen wir nicht hin. Der Gedanke ist cool, ich vermute, du meintest das, aber ich glaube, das bekommen wir nicht hin. Lieber WB, Fran hat gemeint, also hat Tante Mimi erklärt, was sie gemeint hat beim Molotow-Cocktail, war das Bild von unserem kleinen Soldaten. Und er hat einfach darauf geantwortet, dass quasi dieser Waffentyp für diesen Soldaten geeignet ist. Ich dachte, ihr redet nur mit mir. Jetzt redet ihr sogar untereinander im Chat. Sag mal, ist das dieser Community-Gedanke, von dem ich in letzter Zeit immer höre, dass ihr so höflich seid, euch untereinander Fragen zu beantworten? Das will ich nicht mehr erleben. Eure Aufmerksamkeit muss nur bei mir sein. Fokussiert euch bitte. Nein, im Ernst, das finde ich super cool, dass ihr euch gegenseitig Fragen beantwortet. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil selbst wenn du was gesagt hast, ich habe gerade einen Gedanken entwickelt, zufällig, der ist eigentlich ganz nett, oder? Dass man diese so komplementäre Pärchen bildet. Und auch wenn du es nicht gemeint hast, den Gedanken finde ich ganz witzig, aber du hast was angestoßen, so eine Denkgeschichte.
Ja, Bardray, du bist noch nicht oft, Birdray, noch nicht oft bei uns. Entsetzte Frage, ein höflicher Chat. Das ist das Ende der Welt. Gibt's bei uns tatsächlich. Okay, haken wir das ab. Machen wir mal mit Klammer einen Haken dahinter. Also, war aber nicht schlimm, dass wir darüber nachgedacht haben. Fand ich einen interessanten Gedanken. So, wir gehen wieder zurück und nähern uns allmählich der 200 Zuschauermarke. Liebe Grüße an euch alle auf YouTube und auf Twitch. Wir gehen wieder zurück zu unserem Marian. Wir hatten eben nachgedacht, hier, das war er hier, das war Carol, und haben uns dafür entschieden, dass wir diese Waffe nicht mitnehmen und dass wir diese hier lassen. Das heißt, wir könnten jetzt die Pepisch verkaufen oder natürlich behalten für den theoretischen Fall, dass wir irgendwann einen siebten Helden dazu bekommen, dem wir dann diese Waffe geben, aber wir brauchen auch Vorräte. Also jetzt auf Vorrat Waffen zu behalten, das halte ich für Quatsch. Und alle anderen können diese Waffe nicht benutzen, das haben wir schon festgestellt. Insofern würde ich sagen, wir verkaufen die schon mal, wechseln zu unserer Markethändlerin und gehen nach Tauschen rüber, zu den Waffen, klicken die Pepisch 41 an, verkaufen die für 100. Wie viel hatten wir beim Reparieren für die ausgegeben? 50 oder 60? Weiß ich schon gar nicht mehr genau. Das ist jetzt 40 bis 50. Machen wir unterm Strich Profit damit, dass wir die Waffe repariert haben und jetzt verkaufen. So. Aber das ist immer noch knapp. Wir haben so nicht sehr viele Vorräte. Wir sollten noch eine weitere Waffe verkaufen. Eine Luger haben wir schon. Jetzt checken wir mal die anderen Waffen. Er hat eine Mauser. Ja, wir hatten bewusst immer, ich glaube, wir hatten früher schon mal beim letzten Stream die Lugas und die Mausers miteinander verglichen und hatten uns bewusst immer für die Mauser entschieden und gegen die Luger, wenn ich mich recht erinnere. Es sei denn, es wären verschiedene Luger im Spiel. Aber das kriegen wir ganz leicht darüber raus, dass wir unseren Archivar fragen. Für solche Fälle ist er da. Der ist hier. Und den, da blättern wir mal in seinem Kodex, ob er verschiedene Lugas hat im Spiel. Wir stellen fest, nein, es ist nur eine Luga im Spiel, die Luga P08. Und deshalb sage ich hiermit, wir haben die schon einmal verglichen, haben sie raussortiert und deshalb kürzen wir das Ganze jetzt ein bisschen ab und verkaufen die. Wechseln hier rüber. Wechseln hier rüber zu den Waffen und verkaufen hier die Luga P08 für 110. So. Und bevor wir jetzt nochmal reingehen in die Exkursionen, überlegen wir uns, bei den Sachen, die wir mitführen, haben wir genug Munition? Die schwere Munition wird, ja, wir könnten zum Beispiel beginnen, Kleinkalibermunition zu verkaufen, weil wir haben unfassbar viel davon und die 579, das ist Quatsch. Also davon jetzt was zu verkaufen, macht Sinn, finde ich. Wir nehmen immer nur 100 oder 150 davon mit und erbeuten auch ständig welche. Was sollen wir damit? Das heißt, ich gehe mal hier auf die 25 drauf. Und hier drauf. Haben wir das beide umrahmt und verkaufen das. Wir haben 218 Vorräte und verkaufen 25 für 50 Vorräte. Da bekommt man aber richtig gut. Ich hoffe, es gibt keine dynamischen Preise. Und das bleibt jetzt hier. In Kompass investieren, das hatte ich vor, schreibt Tante Mimi, ganz genau. Du nimmst mir den Gedanken aus dem Kopf raus. Hast du telepathische Kenntnisse? Du erschrockst mich ein bisschen. Wo soll das enden? Das hatte ich wirklich vor, ernsthaft. Wir verkaufen noch mehr. Wir gehen mal runter. Ich glaube, wir können auf 300 runtergehen. Also wir gehen mal auf 568 runter. Wir gehen auf 300 runter. Was sollen wir mit dem ganzen Zeug? Es sei denn, es gäbe irgendwann im Spiel ein Zufallsevent, das so aussehen würde wie, ihr verliert 30% eurer Vorräte. Stellt euch mal vor, es gäbe irgendwann ein Zufallsevent beim Rundenwechsel. Also da würde ich in die Tischkante beißen. Und da würde sich meine Zahnärztin nicht freuen. Das wäre mir, es reicht. Oder es kann aber auch ein Zufallsevent geben. Wir verlieren ein Drittel unserer Kleinkalibermunition. Wir verkaufen weiter. Wir gehen auf 300 runter. So, das haben wir jetzt gemacht. Und Großkaliber, das lassen wir mal. Ich würde gerne von der schweren Munition, wir könnten noch ein bisschen einkaufen, aber ich glaube, die 87 reicht. Ich glaube nicht, dass wir mehr als 87 mitnehmen. Das ist schon mal ganz, ganz okay so. Oh, Scorpio schreibt, oh Scorpio, du warst eben noch gar nicht da, ich habe mich eben
in deiner Abwesenheit, das wiederhole ich gern nochmal, bei dir persönlich bedankt. Dafür, dass du jetzt auf Patreon uns unterstützt. Ein Dankeschön an dich dafür, dass du als Förderer jetzt unterwegs bist. Du warst eben noch nicht dabei. Mach es gerne noch ein zweites Mal. Vielen Dank. Nicht nur in meinem Namen, sicher auch im Namen aller anderer, dass du uns hier und unser Programm und mich persönlich unterstützt. Wir machen weiter. Scorpio schreibt, mir persönlich ist das Spiel sehr wichtig, da mein Uropa im Warschauer Widerstand gekämpft hat. Und ich finde, dass solche Werke wie dieses Spiel, diese Zeit und dieses Opfer, das die Menschen dort gebracht haben, dafür sorgen, dass sie nicht vergessen werden. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich habe Darkest Dungeon gespielt, Jan. Und ich kann nicht sagen, welches Spiel besser oder schlechter ist. Allein schon deshalb, weil ich bin jemand, der... ihr kriegt das ja mit bei den Streams. Für mich ist die Spielwelt sehr wichtig. Ich bin nicht jemand, der nur Einsen und Nullen sieht. Und der, ich mag zwar Micromanagement zu spielen, ihr bekommt mit, dass wir, ich spiele langsam, gerade bei den Rundenstrategie oder Rundentaktik spielen, ihr denkt gerne mit mir gemeinsam über Dinge nach, wie man das, die Taktik, die Strategie, das Ressourcenmanagement verbessert, aber ich bin auch jemand, der nicht nur für euch versucht, die Spielwelt lebendig zu machen und da eintaucht, sondern das ist auch für mich persönlich. Also ich werde immer auch mitgerissen von der Geschichte und mir fällt es sehr schwer, ein Fantasy-Spiel wie Darkest Dungeon zu vergleichen mit einem zeithistorischen, zeitgeschichtlichen Spiel wie Warsaw. Das fällt mir echt schwer. Da, wenn wir das länger gespielt haben, Warsaw, wenn wir vielleicht noch ein paar Streams gemeinsam erleben, dann wäre ich vielleicht, das könnte ich mir vorstellen, so weit, dass ich abstrahieren könnte, dass die Spiel, ihr kennt das selber, wenn ihr ein Spiel spielt, oder? Dass die Spielwelt über Zeit in mehr und mehr in den Hintergrund tritt. Wenn man beginnt, ein Spiel zu spielen, zu Beginn, dann ist die Story, das Spielerlebnis, die Bilder, die Grafik, der Sound, dann dominieren die noch sehr oft und legen sich stark in den Hintergrund. Je mehr man spielt und je höher man vielleicht im Schwierigkeitsgrad gibt, hier gibt es nicht verschiedene Schwierigkeitsgrade noch, aber vielleicht liefern die Entwickler das nach, dann beginnt die Spielwelt mehr und mehr so ein bisschen in den Hintergrund zu treten, man beginnt mehr taktisch zu denken und ab dann wäre, glaube ich, könnte ich so eine Frage eher beantworten, also wie ich so rein vom Gameplay her, von den Spielmechaniken diese beiden Spiele miteinander vergleichen könnte. Vielleicht wollen wir da ein andermal drüber reden. Magst du da später nochmal mich oder uns drauf ansprechen? Ich würde gerne, Tante Mimi hat es angesprochen, von den Kompassen noch welche kaufen. Dann gehen wir aber wir gehen auf die 5 und auf das Kaufen und kaufen mal 5 Kompasse dazu. Dann haben wir 10, ne? Wir haben 5, kaufen 5 dafür, dazu, geben 125 aus. 10 reichen, wir nehmen nie immer mehr als 10 mit. Wir haben noch 10 Verbände, das ist auch okay. Die Leuchtfackeln, die haben wir fast nie benutzt. Die nehmen wir nur hin und wieder mit. Wir haben genug Vorräte auf jeden Fall. Ich gehe mal wieder raus. Waffen kaufen können wir nicht. Wir wechseln jetzt rüber in die Missionen und können es uns jetzt leisten, von den Exkursionen in Prag und in Mokotow, von den Exkursionen welche durchzuführen. In Prag und in Mokotow. In Mokotow ist das nicht nötig, aber in Prag ist die Moral bei 70. Wir gehen zu den Exkursionen und geben hier 150 Vorräte aus, um in Prag die Moral um 10 zu verbessern. Habe ich schon mal erwähnt, ich weiß persönlich von den Entwicklern wünschen, dass es hierbei eine Sicherheitsabfrage gibt. Da kann man sich schon mal verklicken und dann bei nur einem Safe-Game wäre eine Sicherheitsabfrage wär in dem Spielbildschirm ganz gut. Ja, Martin Bach schreibt, sein Großvater war auch in Warschau auf der anderen Seite als deutscher Soldat und er sagt, es war die Hölle. Tassenauer schreibt auch nochmal zum Thema Gameplay, die Taktikkämpfe in beiden Spielen, bei Warsaw und bei Darkest Dungeon, haben deutliche Anleihen in ihrer Struktur, also die beiden ähneln sich, er hat es anders formuliert. Die Verwaltung des Unterschlupfs erinnert ihn wiederum an This War of Mine. Also was die Kämpfe betrifft, das ist, jetzt sind wir doch bei dem Thema, nur ganz kurz, es liegt auf der Hand, dass die Entwickler gut geklaut haben. Dass die Entwickler von Warsaw bei Darkest Dungeon gut geklaut haben, was die taktischen Kämpfe betrifft. Der Reiter Erholung, was ist dort? Oh! Den hatte ich noch gar nicht gesehen. Danke, dass du uns darauf ansprichst. Wie das? Ist der neu? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, den bislang gesehen zu haben. Vielleicht ist er durch ein Update dazu gekommen. Was ist das denn hier?
Da verzichtet man darauf, einen Kampf durchzuführen. Wenn wir zum Beispiel sagen würden, ja, unsere Kämpfer sind so mies drauf, oder alle Missionen, die uns angeboten werden, sind so heftig, dass wir die nicht erfolgreich bestehen würden. Da könnten wir sagen, wir überspringen einen Tag. Das hätte allerdings die Folge, dass gleich diese drei Bezirke jeweils plus eins Zermürbung haben. Das haben wir nicht nötig. Darauf können wir verzichten. Liebe Grüße, 190 Zuschauer auf YouTube und auf Twitch. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir holen uns eine Mission und schauen uns jetzt mal die an, die wir haben. Also das hier ist nicht nötig, die in Mokotow plus 14 Moral ist Quatsch. Wir haben nur minus 5, sind für den Miesen. Wir gehen hier rein. Und Tastenhauer, wenn du magst, kannst du gerne mal zwischendurch mal, wenn du länger dabei sein solltest, du bist da auch bei unserem TeamSpeak-Server, mal am Ende des Streams, falls du so lange aushältst, mal bei uns auf den TeamSpeak-Server kommen und vielleicht in der letzten Stunde mit mir zwischendurch einen kleinen Schwätzen zu halten, während wir weiterspielen. Wenn du möchtest, ja? Zu Beginn noch nicht, wir machen ein bisschen Gameplay, aber falls du ab 11 noch da sein solltest, kannst du gerne ein bisschen mit co-moderieren in der letzten Stunde. Musst nicht, ist nur ein Angebot. Wir schauen mal an, welche Missionen es gibt. In Jolibosch. Neutralisieren die Schützen. Verjage zwei stationäre Maschinengewehrteams vom Gebiet des Widerstands. Zwei heftige Dinge, die wir machen würden. Dir ist die Zermürbung schon bei 3. Das heißt, falls wir diesen Auftrag ablehnen, steigt die Zermürbung hier bereits auf 4. Das ist ein Grund, das zu machen. Wir schauen uns mal die anderen vorher an. Zermürbung bei 2. Stoppe einen vorbeifahrenden Transport. Ja, also ich bin jetzt nicht der Oberwehrmachts- und Zweitweltkriegsexperte. Kfz, was die Abkürzung bedeutet, kann ich mir vorstellen. Das ist ein Kraftfahrzeug. SD, Schützendienst. Wenn das jemand weiß, bitte schreiben. Alles klar, Basti. Falls das jemand weiß, gerne schreiben. Ich kenne mich mit den Abkürzungen. Sonder-Kfz, schreibt Matthäus. Danke dir. Danke auch an Sphinx. Okay. Das heißt, es wäre auch ein starker, ein heftiger Kampf, aber nur einer und nicht zwei. Und das hier? 4 Beute einsammeln. Das ist das, was Sonderkraftfahrzeuge... Okay, schreiben jetzt aus Skorpio und Tassenauer. 4 Leute reichen, das reicht, danke. Also das wäre das Leichteste. Wir könnten wieder sagen, wir nehmen die leichteste Mission. Wir kommen wahrscheinlich trotzdem in Kämpfe. Aber da würden wir auf Nummer sicher gehen. Auch hier ist die Zermürbung bei 2. Der Unterschied in Rotter ist also nicht so groß im Vergleich zu Solibosch. Nee, das wird Solibosch ausgesprochen. Ob wir jetzt, was wir annehmen, dann würde ich die Mission hier unten nehmen. Wir nehmen die hier. Und wir machen die hier. Marschieren hier mal auf. Und hoffen, dass wir hier einen guten Trupp zusammenbekommen. Also ich bin optimistisch, dass wir Jadwiga, die Sanitäterin, zurücklassen können. Wir versuchen es mal ohne Sanitäterin. Das ist jetzt nicht der... Wenn wir Glück haben, kommen wir ohne sie durch. Wir lassen sie zurück, damit sie in Ruhe heilt. Wir lassen auch Kazimierz zurück, weil der hat kaum noch Trefferpunkte. Wir nehmen mit Franek, Krzysztof, Marian und Karol. Wir könnten sogar sagen, wir nehmen Veronika mit, und die nicht so gut ist im Kampf und lassen Krzysztof zurück, weil der auch nur noch etwas mehr als die Hälfte der Trefferpunkte hat. Dann wäre der nächste Runde wieder fit. Das könnten wir auch machen. Wir versuchen das mal, dass wir die alle drei zurücklassen. Franek wäre auf jeden Fall dabei. Der wäre, schaut mal bitte auf die blauen Balken, da wird angezeigt, wo er stehen muss. Er muss weiter vorne stehen. Dann die Veronika, die kann überall stehen. Karol steht in den Blauen. Ich lese mal von rechts nach links die Blauen. Er muss auch weiter vorne stehen.
Dann schauen wir uns noch Marian an. Ja, das ist ein bisschen blöd, ne? Was ist wichtiger, räumen oder Stinger? Räumen ist mutmaßlich wichtiger, denn er hat die Räumen-Geschichte, die machte er mit der Panzerabwehrfaust. Und der zweite von uns, der eine solche Waffe hat, ist Christoph und den lassen wir zurück. Auch er hat so eine Waffe. Das heißt, er sollte diesen Befehl schon einsetzen können, falls wir Pech haben und gegen irgendeinen so dicken Brocken agieren müssen. Das heißt, Marian kommt mit und den setzen wir in die zweite Reihe. Und Veronika haben wir schon festgestellt, die können wir überall hinsetzen. Das heißt, die setzen wir mal hier hin. Alles klar? Auf geht's. Was nehmen wir mit? Wir nehmen Kleinkalibermunition wieder mit. Wir sammeln Beute ein, das heißt, wir werden sehr viel einsammeln können. Wir werden im Laufe der Mission wahrscheinlich viel noch zusätzlich einnehmen. Dann müssen wir gar nicht viele Vorräte einnehmen. Ich nehme mal sogar nur 50 mit von Kleinkalibermunition. Wir müssen, und das ist jetzt natürlich gepokert, aber ich denke, dass das reicht. Dann muss der Slot bis 100 erstmal, kann der voll werden. Bei schwerer Munition nehme ich auf gar keinen Fall mehr mit als 25. Die nehme ich schon mal mit. Bei der Großkalibermunition... Wir spekulieren mal. Wir spekulieren drauf, dass wir Munition einsammeln. Was wir noch mitnehmen, sind Kompasse. Wir sammeln wahrscheinlich auch welche ein. Wir können die eh nur in 5er-Blocks mitnehmen. Verbände für den Notfall, wir haben keine Heilerin dabei, nimmt einen ganzen Slot ein. Sollen wir spekulieren? Oh, ich hab... Nee. Sollen wir spekulieren und die Verbände zurücklassen? Ist natürlich Spekulatius. Wenn wir Glück haben, sammeln wir welche ein. Aber wir haben niemanden, der ja... Wir nehmen mal einen mit. Das ist mir jetzt echt zu gierig, zu sehr auf Naht gemacht. Leuchtfackeln lassen wir mal weg. Und so können wir starten. Auf geht's. Toi, toi, toi. Noch weniger Munition würdet ihr mitnehmen. Nee, das ist mir zu riskant, Leute. Der Kampf beginnt. So sieht die Karte aus und ich stoppe mal die lokale Aufzeichnung. Das war die erste lokale Folge, die erste Aufzeichnung, die ich angelegt habe von dem Livestream heute. Stream läuft weiter, nächste Folge der Aufzeichnung kommt für die YouTube-Zuschauer, die nicht dabei waren, sondern es im nächsten, danach sehen werden, wahrscheinlich am Folgetag.